Ja, bezüglich der Dinge, die in der Krisenkommunikation zu beachten sind, kann man den organisationalen Aspekt und den individuellen Aspekt der Kommunikation unterscheiden. Auf der Ebene der Organisation ist es wichtig, die 4W festzulegen: wer kommuniziert, was, wann und wie. Eine ungesteuerte Kommunikation ist ein Brandbeschleuniger für Angst und Panik in einer ohnehin brenzligen Zeit. Sie können natürlich den Flurfunk nicht verbieten, aber Sie können dafür sorgen, dass dieser an Bedeutung verliert, einfach weil Ihre Informationen aktueller, substanzieller und verlässlicher sind. Dazu gehört auch, dass Sie proaktiv kommunizieren, Themen setzen und nicht Themen hinterherlaufen. Wobei der Kampf gegen Gerüchte kontinuierliche Anstrengungen erfordert. Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht, hat Mark Twain es mal formuliert. Geben Sie relevante Informationen schnell, kontinuierlich und gezielt weiter, um Gerüchtebildungen vorzubeugen. Und sorgen Sie dafür, dass auf allen Kommunikationskanälen Ihrer Organisation einheitlich kommuniziert wird. Kommunikation ist etwas, das man aktiv planen muss, und zugleich muss man es aushalten, dass sich Kommunikation nicht hundertprozentig planen lässt, weil sie höchst dynamisch ist und von allen Beteiligten beeinflusst wird. In der Krise sollten die Kommunikation zentral laufen. Das bedeutet nicht unbedingt hierarchisch. Aber in einer Krisensituation wird zwangsläufig häufig top-down oder kaskadisch kommuniziert. Und gerade weil das so ist, empfiehlt es sich, Dialogmomente vorzusehen. Denn nur im Dialog erfahren Sie, ob und wie die Botschaft verstanden wird. Dialoge sind auch notwendig, um Fragen zu beantworten, Gerüchten entgegenzutreten und Ideen aufzunehmen. Allerdings sollte die Diskussion erst nach der Information stattfinden, damit die Dinge nicht zerredet werden, bevor sie überhaupt kommuniziert sind. Aber noch einmal, damit es ganz klar ist, selbstverständlich muss es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner geben, an die diese sich mit ihren Fragen und Sorgen und auch mit ihren Ideen wenden können. Natürlich nicht. Einerseits kann das Management natürlich nicht mit jedem Einzelnen sprechen. Andererseits sollte es aber auch Vier-Augen-Gespräche geben, am Telefon oder in der Zweier-Videokonferenz. Und das kann ab einer gewissen Größe einer Organisation nicht mehr eine Person alleine schaffen, sodass dies kaskadisch organisiert werden muss. Und das setzt voraus, dass die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf allen Ebenen gut informiert und gebrieft sind und das Kommunikationshandwerk beherrschen. Und dass jede und jeder von dem eingeschlagenen Kurs selbst überzeugt ist, denn wenn sie selbst nicht überzeugt sind, können sie niemand anders überzeugen. In großen Organisationen kann es hilfreich sein, aktiv Peer Groups zu bilden, also Personen zu identifizieren, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und diese Personen zusammenzubringen, um ihnen untereinander die Möglichkeit zum Austausch zu eröffnen. Beispielsweise die Väter und Mütter unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von zu Hause aus arbeiten sollen, aber ihre Kinder ja nicht in die Schule schicken können. Oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um ihre Eltern und Schwiegereltern sorgen. So erleben diese Menschen, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind. Sie geben sich gegenseitig Tipps, helfen einander. Diese Peer Groups sollten aber nur zusätzlich zu dem Gemeinschaftserleben auf der Ebene der Gesamtorganisation organisiert werden, damit es nicht zu einer unerwünschten Grüppchenbildung kommt und sich alles in einen unsolidarischen Hühnerhaufen verwandelt. Gerade in der Krise geht es darum, die gemeinsamen Werte zu vergegenwärtigen, ein Gemeinschaftsgefühl, eine soziale Identität, sagen wir in der Psychologie, also ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Natürlich sollte man auch extern gegenüber proaktiv kommunizieren. Allerdings gilt dabei der Grundsatz: intern vor extern. Niemals dürfen Sie, wenn Sie das Vertrauen nicht verspielen wollen, eine Information, die die Belegschaft betrifft,
zuerst gegenüber Dritten veröffentlichen. Das ist eine kommunikative Todsünde. Soweit ein paar Ideen zur Kommunikation auf der organisationellen Ebene. Vielen Dank.